Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute sind wir beim St. Kilian Signature Edition. Da gibt es eine ganze Menge. Und das ist jetzt die 10. Abfüllung, 10, Jahrgang 2022, ein halber Liter. Und bei whisky.de im Shopsystem für 44,90 Euro zu erhalten. 49,5 Volumenprozente ist die Standardabfüllung, Stärke von St. Kilian. Und dieser Whisky ist nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt. Allerdings passen Sie auf, 0,5 Liter. Höhere Alkoholstärke können Sie ein bisschen verdünnen, aber es ist ein bisschen weniger drin, nur damit Sie das einsortieren können. Der Ten erschien praktischerweise zum 10-jährigen Jubiläum der Brennerei. Und das ist eine deutsche Brennerei, und zwar eine Brennerei in Unterfranken, und zwar im Auslauf, in den Ausläufern des Odenwalds. Bei dieser Abfüllung liegt nun der Fokus auf dem Gerstenmalz. Da werden also 5 verschiedene Malzsorten miteinander vermählt. Und das Destillat reifte anschließend in Ex-Bourbon-Fässern und Ex-Rum-Fässern. Und zwar dann auch noch in unterschiedlichen Größen, sodass sich da ein hübsch komplexer Geschmack daraus ergeben sollte. So, und dann ist Zeit zu probieren. Fällt mir immer wieder unglaublich gut, wie man hier so eine Brennblasenform hat und noch ein bisschen zum Eingriff. Kein Kork, damit auch keine Chance für einen Korkschmecker. Und das ist ja bei ausländischen Herstellern immer eine schwierige Geschichte, dass man hier von den Korkherstellern nicht übervorteilt wird. Es gibt Länder wie Neuseeland, die haben die komplette Weinindustrie, die teuersten Weine, 100 Euro die Flasche, nicht mit Korken ausgestattet, weil sie halt so weit weg vom Ursprung der Korken halt immer mit schlechten Korken beliefert wurden. Haben sie gesagt, machen wir gar nicht. Und hier jetzt Deutschland ist also technisch genauso weit weg von den Korkherstellern, wie es nun Neuseeland auch ist. Und deshalb ist hier die Verwendung von einem normalen Stopfen an der Stelle durchaus angemessen. Süßlich und cremig, ja. Dazu ganz typischer Bourbon-Charakter, Bourbon-Vanille, Malzigkeit. Ein paar tropische Früchte dazu. Ja. Und Karamell, Toffee kommt dazu. Und im Hintergrund kommt schon so ein ganz bisschen Eichenwürze raus. Der St. Kilian oder die St. Kilian Brennerei produziert exakt nach schottischem Vorbild, hat schottische Brennblasen. Man erhält einen Teil des Malzes sogar aus Schottland, allerdings das Rauchige. In diesem Fall die 5 Malzsorten dann doch eher nicht. Und die sind typischerweise heimische Sorten, aber jetzt hier hübsch komplex miteinander vermählt. Ein ganz, ganz deutlicher Malt Whisky. Ja, 49,5 Volumenprozente probiere ich pur. Schauen wir mal, ob er noch ein bisschen Verdünnungsreserve dabei hat. Und wie der Verdünnungsreserven hat. Da ist also eine massiv intensive, kräftige Eichennote mit dabei. Und Fruchtnoten, die vermutlich aus dem Rum heraus stammen, tropische Früchte, bisschen Ananas, Pineapple for Alaska, ja, und nochmal Gerstenmalz, längerer Abgang, Karamell dazu, leichte Anklänge von Milchschokolade, hat also so eine ganz leichte, hat schon eine deutliche Eichennote im Abgang, die aber auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise bitter sich darstellt, sondern so leicht schokoladig. Was ist denn da noch dabei? Jetzt habe ich es. Brotkruste. So richtig schwerer Holzofenleib mit einer festeren Brotkruste. Da ist das Getreide drin. Da ist diese Röstung mit dabei. Das sind die Aromen, die man da auch findet. So,
das soll es heute gewesen sein. St. Kilian Number 10 und die erste Abfüllung von St. Kilian, die Number 1, ich glaube, die ist schon ganz, ganz lange vergriffen und von den Abfüllungen zwischendrin gibt es mal immer wieder ein paar, dünnen sich aber aus, je niedriger die Zahlen sind. Also wer hier jetzt eine Serie sammeln will oder am Sammeln ist, kann hier also eine nach der anderen sich dazustellen. Die Form der Brennblasen ist, finde ich, genial für eine Whiskyflasche. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.